Wir haben heute ein Thema, wo es um Leichtigkeit geht und sich auch Leichtigkeit gönnen. Und das ist sicher ein Thema, mit dem du einiges zu tun hast, beziehungsweise wo viele Leute immer was zu tun haben auch, weil wir oft eine Blockade darin haben, erkennen zu können, dass alles schon da ist und dass uns alles eigentlich schon geschenkt wurde. Das heißt, vom Wesentlichen her heißt in der Mysterientradition ja, das Leben ist ein Geschenk Gottes. Das Leben ist gut gemeint. Es ist eine abgeschlossene, eine gute Schöpfung, die es da gibt. Und du kannst es genießen. Und in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft, in unserer Erziehung fällt uns das eben ganz, ganz schwer, dieser Punkt des Genießen-Könnens. Und dass auch das Verstehen können, dass das Gute, dass man sich nicht einsetzen muss, dass ich etwas bekomme. Also dass die geistige Welt jetzt eigentlich nicht so arbeitet, wie bei uns eigentlich so ja, ein Gelderwerb funktioniert. Also man geht zur Arbeit, man verdient sich etwas und dann kann man sich etwas kaufen oder dann geht es einem halt besser. So funktioniert es in der geistigen Welt nicht, sondern Gott hat gesagt, du hast alles bekommen von mir und du hast es geschenkt bekommen und du bist fertig, so wie du bist. Und du brauchst dich nicht groß um etwas kümmern. Aber wir verlieren da oft einmal so diese Leichtigkeit und kommen in den Strudel, sei es jetzt, weil wir glauben, wir müssen Geld erwerben oder um leben zu können zum Beispiel. Das ist eben so eine Verbindung. Du brauchst Geld, damit es dir gut geht. Ja. Und das lässt sich aber energetisch nicht immer nachvollziehen. Natürlich stört jetzt das nicht, wenn man jetzt mal gearbeitet hat oder wenn man da arbeitet. Das heißt ja nicht, dass Arbeit schlecht ist, aber nur wir leben nicht wegen dieser Arbeit. Wir leben nicht, weil wir Geld haben. Wir leben, weil wir leben. Und das Geld regelt da vielleicht einen gewissen Standard von unserem Leben her, aber es macht nicht das Leben selbst. Das ist eine andere Energie, die wurde uns schon gegeben und geschenkt. Und das ist eben so dieser wichtige Punkt, den wir da heute lösen werden, nämlich die Leichtigkeit einmal spüren, die Freude spüren, nicht jetzt unvernünftig zu sein oder zu übertreiben etwas, sondern wirklich sich in das Leben entspannen zu können, in den Fluss des Lebens entspannen zu können und wirklich merken zu können, ich bin das geliebte Kind Gottes, ich bin in seinem Schoß, ich bin immer in dieser Lebensenergie eingehüllt und es gibt überhaupt nichts, das mich aus dieser Bahn bringen kann. Es gibt nichts, was ich hier auf Erden verlieren oder gewinnen könnte, auf einer äußeren Ebene. Ich kann einfach nur dieses Geschenk leben und erleben. Und das ist eben so ein bisschen so dieser Punkt, mit dem wir heute anfangen werden. Und ich möchte dich zur Einstimmung einmal dazu einladen, dass du jetzt einfach mal so deine Augen schließt und mal so tief ein- und ausatmest. Das Erste, was man macht, wenn man ein Geschenk bekommt, ist, man bedankt sich. Das ist bei einem Weihnachtsgeschenk nichts anderes oder bei einem Geburtstagsgeschenk. Du kriegst was geschenkt, man bedankt sich. Das gehört sich so, heißt es bei uns. Ja, man hat sich zu bedanken, man sagt Dankeschön, dass ich das bekommen habe. Und genau das machen wir jetzt zur Einstimmung einmal ins Energetische rein. Wir bedanken uns mal fürs Leben, für unsere Lebensenergie. Danke für das Geschenk meines Lebens. Und ich bitte auch um die Gnade, mich immer daran erfreuen zu können. Wenn ich das mal aus den Augen verliere, wie wertvoll dieses Geschenk ist. Ich bitte um die Gnade, dass ich mein Leben mit Leichtigkeit leben kann und dass ich dankbar bin dafür. Und du atmest jetzt einfach mal so Dankbarkeit tief ein. Denn Dankbarkeit kann man nicht erzwingen.
Wenn dich ein Geschenk wirklich berührt, dann bist du dankbar. Und jetzt stell dir einfach mal vor, dass dieses Leben, diese Lebensenergie, dich in deinem Innersten berührt, wie das allerschönste Geschenk, das du je bekommen hast. Und bedank dich dafür. Und bedank dich bei deinem Inneren in deinen eigenen Worten. Danke für meine Lebensenergie. Danke für diese Erlebnisse, die ich machen durfte. Egal was es ist, bedank dich jetzt in deinen eigenen Worten dafür. Für mich ist übrigens das Symbol dieser betenden Hände, dieser gefalteten Hände oder betenden Hände, das kennst du ja sicher, ist für mich auch Symbol, dass du jetzt nichts tust, dass du jetzt keine Handlung machst. Die Hände ruhen still und du konzentrierst dich auf dein Innerstes. Danke für mein Leben. Und bedanke dich nochmal in deinen Worten für das, was du dich bedanken möchtest. Für die Lebensenergie, für die Ausdauer, für deine Gesundheit. Also du beginnst mit einem Dankbarkeitsteil. Und dieser Dankbarkeitsteil ist jetzt mal erfüllt. Und jetzt kommt der zweite Teil. Und dieser zweite Teil ist jetzt der Heilungs- oder der Gnadenteil. Ich bitte um dein Licht, um deine Gnade, damit ich das Leben oder mein Leben in der gesamten Fülle erleben kann. Ich bitte um die Gnade, damit ich das Leben in der gesamten Fülle erleben kann. Und du atmest tief ein und wieder aus. Und tief ein und wieder aus. Ich bitte darum, jeglichen Stress, der meine Lebensenergie und meine Leichtigkeit noch etwas unter Druck setzt, jetzt zu lösen, damit der Weg geht, wegbleibt und nicht mehr wiederkommt. Und du spürst, dass Licht in dich einfließt, wie wenn du unter einer Dusche stehen würdest. Und dieses Licht reinigt und heilt jetzt alle Blockaden und Blockierungen, die dich daran hindern, dass du die Leichtigkeit zu 100% annehmen kannst. Und du spürst jetzt, dass du immer ruhiger wirst und klarer. Ich bitte um die Gnade, mein Leben als Geschenk sehen zu können. Ich bitte um die Gnade, mein Leben auf allen Ebenen als Geschenk sehen zu können. Atme jetzt tief ein. Und wieder aus. Nochmal tief ein. Und wieder aus.
Du spürst jetzt, wie dein gesamter Körper, dein gesamtes Energiesystem weicher wird und offener wird. Und nun beginnen individuelle Heilungsfrequenzen in dich einzufließen. Du kannst dir das so vorstellen, als wenn ein Regenbogen aus Licht in dich hineinfließt. Alle Farben des Regenbogens, alle Farben und Frequenzen, die du jetzt brauchst, fließen jetzt in dein Energiesystem ein, in deinen Körper ein und lösen alle Verspannungen und Anspannungen. Alles, was dich daran hindert, dass du dich gut wahrnehmen kannst. Alles, was dich daran hindert, dass du auf deine Leichtigkeit vertrauen kannst. Alles, was dich auf der körperlichen Ebene daran hindert, zu 100% in deiner Mitte und gesund zu sein. All das fließt in dich ein. Und du wirst stärker, klarer und immer stabiler. Atme tief ein und wieder aus. Und tief ein und wieder aus. Und spür einfach mal, wie du klarer und ruhiger wirst und wie diese Lichter, diese Heilungsfrequenzen jetzt auf alle Ebenen einfließen, die du benötigst, um deine Leichtigkeit und deine körperliche Zufriedenheit und Heilung zu leben. Es fließt dunkelviolettes Licht in dich ein. Vielleicht auch dunkelrotes Licht. Alle Frequenzen, die du benötigst, damit du ganz heil und in deiner Mitte bist. Atme jetzt nochmal tief ein. Und wieder aus. Und spüre, dass sich etwas in deinem Energiesystem löst. Spüre auch, dass sich dein Solarplexus, deine Magengegend immer mehr entspannt. Und dass da alle Verwicklungen und Verstrickungen mit Menschen, die außerhalb von dir sind, einfach sich lösen. Es lösen sich auch ererbte Gedanken, ererbte Muster aus deinem Familiensystem. Und du wirst immer ruhiger und freier und in dir immer weiter. Das Licht strahlt in dich ein und es weiß ganz genau, wo du Heilung brauchst, die Punkte, wo du stabiler werden musst, also etwas mehr Stärke brauchst, die Stärkung brauchen und die Teile, die einfach Heilung brauchen. Atme jetzt nochmal tief ein und wieder aus und erlaube dir, diese Heilung noch einmal auf allen Ebenen anzunehmen, die Farben, die da in dich einfließen. Und das, was du bemerkst, ist, dass dieser Energiefluss, dieser Farbenfluss jetzt immer tiefer und tiefer bei dir reingeht. Und dass du in dir immer stabiler wirst. Also auf der einen Seite kraftvoller
und auf der anderen Seite immer weicher, dankbarer und freudiger. Also eine Seite wird stabiler, mutiger, traut sich vielleicht auch mehr zu und eine andere Seite wird freudvoller, leichter, ausgelassener. Atme jetzt nochmal tief ein. Und wieder aus und nochmal tief ein. Und wieder aus. Und spüre, dass jetzt diese Heilungsenergien, diese heilenden Lichter wirklich vom Scheitel bis zu den Zehenspitzen, über die Schultern bis zu den Fingerspitzen in alle Aspekte deines Lebens, deines Körpers einfließen. Ich lasse dieses göttliche Heilungslicht auf allen Ebenen zu. Und du spürst jetzt, dass dein ganzes Wesen lichtdurchflutet ist, dass du in einen ewigen Fluss aus Lebensenergie immer mehr und mehr eintauchst, dass alle Aspekte, die verkrampft gewesen sind, die sich festgehalten haben, alle diese Aspekte lösen sich jetzt langsam, aber sicher raus. Und du spürst, dass du weicher, weiter und offener wirst. Atme jetzt tief ein und wieder aus und nochmals tief ein. Und wieder aus. Und du spürst jetzt, dass du in dir absolut ruhig bist, aber hellwach. Dein Kopf ist klar, dein Körper ist entspannt, aber in dir bist du ganz bewusst und hellwach. Nicht irgendwie aufgekratzt, sondern einfach nur bewusst. Und du spürst jetzt, dass es Zeit ist, deine Leichtigkeit zu aktivieren. Denn das Leben ist nicht schwer. Kein Mensch auf der Welt hat dir vorgeschrieben, dass dein Leben schwer ist. Keine, und das ist viel wichtiger, göttliche Regel sagt, dass das Leben schwer ist. Frag jetzt das innere Licht, dein göttliches Licht, muss mein Leben schwer sein? Und du wirst spüren, nein, muss es nicht. Und dann bitte genau auf den Ebenen, wo dein Körper, wo dein Leben, wo deine Gedanken, wo deine Gefühle zu schwer sind, genau in diesen Bereichen bitte jetzt um die Heilung, dass sich die Leichtigkeit manifestieren kann. Die Leichtigkeit auf allen Ebenen. Und du spürst, wie du immer weiter wirst und wie dieses göttliche Licht dich versteht und wie sämtliche Blockaden, die verhindern, dass du auf der körperlichen, auf der geistigen Ebene, auf der emotionalen Ebene, auf der seelischen Ebene, auf deiner unterbewussten Ebene, dass du da Leichtigkeit leben kannst. All diese Blockaden werden jetzt gelöst und du spürst, dass du in dir klarer wirst und die Leichtigkeit sich mehr und mehr und mehr manifestiert. Atme ganz tief ein und wieder aus
Und nochmal tief ein. Und wieder aus. Und spüre jetzt, dass du in dir immer weicher wirst und sanfter wirst und immer freudvoller. Spüre mit einer ganz sanften Bewusstheit, dass dein Leben immer mehr und mehr einem Freudentanz gleicht, einem Dankeschön-Tanz, einem Tanz, der die Leichtigkeit deines Lichts wirklich zum Ausdruck bringt. Und du siehst dich nun um ein großes Feuer tanzen, leicht ausgelassen, elfenhaft. Es ist ein wundervolles Fest, das du jetzt siehst. Und du spürst, dass dieses Fest für dich gemacht wird. Dass dieses Fest dich jetzt einlädt und dich feiert in deiner neuen Leichtigkeit. Und du tanzt jeden Reigen mit und fühlst keine Erschöpfung. Und du fließt mit dem Fluss der Lebensenergie, du bewegst dich im Rhythmus, in deinem individuellen Lebensrhythmus, der genau deiner Geschwindigkeit entspricht. Und du atmest tief ein und wieder aus und genießt jetzt nochmal diese Freiheit, diese Freude, diese Liebe. Spüre diesen Tanz. Spüre diesen Tanz der Lebensenergie. Spüre diese Freude und spüre diese tiefe Eigenliebe, die Leichtigkeit und die Heilung. Und spüre, dass du in dieser Freude und Leichtigkeit der Essenz des Lebens ganz nahe bist, ganz nahe. Du bist da ganz bei dir. Und in diesem Moment fällt dein altes Ich wie eine Hülle von dir ab und deine wahre Identität, dein wahres Du entfaltet sich. Atme jetzt tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus und spür jetzt mal, während du immer mehr und mehr in dein Alltagsbewusstsein langsam zurückfindest, spür jetzt mal die Leichtigkeit, beweg mal deine rechte Hand voller Leichtigkeit, dann die linke Hand, dann deine Hüfte, deine Füße, die Beine, streck sie, streck deinen Körper, beweg dich, spür diese Leichtigkeit, atme nochmal tief ein. Bedank dich jetzt mal für diese Lebensenergie, für deine Energie und bedank dich jetzt auch für deine Kreativität, für deine Leichtigkeit und Liebe, für alle Aspekte, die du jetzt in diesem Augenblick aktiviert hast. Und alle einschränkenden Familienmuster fallen jetzt von dir ab.
Atme tief ein und wieder aus. Und nochmals tief ein und wieder aus. Und erlaube dir jetzt, ganz in deine Zeit und deinen Raum zurückzukehren. Aber mach dir bewusst, dass du jetzt einen Zacken leichter, einen Zacken inspirierter und einen Zacken mehr in deiner Lebensfreude und Lebensenergie angekommen bist. Öffne deine Augen, streck dich nochmal durch und komm ganz ins Hier und Jetzt zurück. Bedank dich nochmal bei der geistigen Welt und mach dir nochmal bewusst, wie unglaublich erfüllt und wie unglaublich schön und wie unglaublich voll dein Leben ist. Und bedank dich nochmal dafür. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt, dass du dein Leben genießt, diese Fülle, diese Leichtigkeit lebst und erlebst. Und wünsche dir alles, alles Gute. Bis nächstes Mal. Dein Oliver Erani, Medialer Energetiker.